Wir befinden uns hier in der Restaurierungsabteilung des Wahrer-Frichertz-Museums Fondation Corbeau. Und dieser Raum dient als Foto- und Untersuchungsraum. Und im Hintergrund sieht man ein Gemälde von Christian van Kauwenberg mit der Darstellung eines Jagdstilllebens. Das Gemälde wurde mit Unterstützung der Freunde des Wahrer-Frichertz-Museums, Museum Ludwig, angekauft. Und wurde nach dem Ankauf restauriert. Die Restaurierung habe ich durchgeführt. Mein Name ist Ilka Meyer-Stork. Ich bin selbstständige Diplom-Restauratorin und habe die Restaurierung in Abstimmung mit der Restaurierungsabteilung des Wahrer-Frichertz-Museums durchgeführt. Als das Gemälde ins Museum kam, waren die wesentlichen Beeinträchtigungen eine sehr schwache Bildträgerspannung, starke Verschmutzung der Oberfläche und der Rückseite des Gemäldes. Es gab Deformationen. Durch die starken Verschmutzungen war die Bildwirkung sehr eingeschränkt, in dem Sinne, dass Tiefenlicht, Farbkontraste und Farbwirkung nicht mehr so wahrgenommen werden konnten. Es gab an mehreren Stellen lokal Fehlstellen in der Bildschicht, sodass man die weiße Grundierung sah. Der Künstler hat das Gemälde auf Leinwand mit Ölfarben gemalt und da es ja ein recht großes Format hat, hat er in diesem Fall die Leinwand aus zwei Bahnen zusammengesetzt. Dementsprechend gibt es eine Gewebenaht, die sich, als das Bild hier ankam, deutlich abzeichnete, weil es eben dort stark deformiert war und Malschicht hoch stand. Das war recht störend. Dann war überall auf der Bildfläche, weil es ja auch weit gereist war und schon einige Jahrhunderte hinter sich hat, gab es matte Stellen, Kratzer, Insektenexkremente, so dass einfach der Genuss bei der Betrachtung durch diese Einschränkungen ja, etwas eingeschränkt war. Die Hauptaufgabe der Restaurierung bestand nun darin, zum einen erstmal die Substanz zu stabilisieren und zu sichern. Das haben wir gemacht, indem wir Malschicht, die hochstand und damit gefährdet ist, im Laufe der Zeit abzufallen, zu sichern und niederzulegen. Dann haben wir das Gewebe nachgespannt. Dazu musste einer der fehlenden Keile auch ergänzt werden, um eben eine Spannung erzeugen zu können. Dann ging es darum, in Zukunft Alterungsprozesse zu verhindern oder zu verlangsamen. Da ist ein wichtiger Schritt eben die Reinigung des Gemäldes, weil dadurch schädigende Stäube und Schmutz abgenommen werden und nicht mehr zu Abbauprozessen führen können. Deswegen haben wir die Bildfläche vorderseitig und auch rückseitig gereinigt und das führte direkt natürlich auch dazu, dass vorderseitig die Farbkontraste, das Tiefenlicht und die Wirkung der Farben wieder viel besser zur Geltung kamen. Des Weiteren haben wir dann noch Schritte durchgeführt, die insgesamt dazu führen, dass das Bild wieder geschlossen und homogen wirkt und der Betrachter beim Anschauen nicht durch kleinere Beschädigungen zu stark abgelenkt wird. Das heißt, Fehlstellen wurden gekittet und wurden retuschiert, das heißt mit Farbe farblich integriert. Genauso wurden störende Kratzer integriert durch Retusche. Ja, das waren die wesentlichen Maßnahmen, die wir durchgeführt haben. Und zudem kam noch, als das Bild hier angeliefert wurde, der Zierrahmen war stark beschädigt. Und es wurde dann der Entschluss gefasst, eine neue Rahmung vorzunehmen. Und dafür wurde extra ein neuer Zierrahmen angefertigt durch den Vergoldermeister und handwerklichen Rahmenbauer Jörg Liestmann aus Duisburg. Nach der Restaurierung wurde das Bild dann in den neuen Zierrahmen eingerahmt. Rückseitig haben wir dann noch einen Rückseitenschutz angebracht. Der hilft dabei, vor Verschmutzungen und vor klimatischen Schwankungen zu schützen. Das ist eben auch eine sogenannte Präventivmaßnahme, mit der wir erreichen wollen, dass möglichst wenig schädigende Einflüsse an das Bild gelangen.